Auch wenn sie definitiv bei einem Schönheitswettbewerb durchfallen würden und uns den einen oder anderen Hieb versetzen, so haben wir sie doch ein bisschen vermisst, die Perchten und Campusse. Auch in diesem Jahr trieben an die 200 Mitwirkende vor der Weberzeile ihr Unwesen und erschreckten und natürlich auch erfreuten groß und klein. Also die Weberzeile sieht sie sowieso als die Bühne des Innviertels und uns ist da besonders wichtig, dass wir das Traditionelle mit Modernen verbinden und das ist da eine ideale Gelegenheit dafür. Es ist halt einfach auch die Kulisse mit der Häuserfront, mit der Barocken. Es spiegelt sich, es reflektiert sich einfach das ganze Licht, da braucht man nicht recht viel. Ja, und es macht irrsinnigen Spaß, weil die Leute sind super drauf. Unsere Krampus und Perchten sind super drauf und es macht irrsinnig Laune, da in Riert bei der Weberzeile zum Rennen. Temperaturen um den Gefrierpunkt ließen die vielen Besucher nichts anhaben. Ganze 1,5 Stunden harrten sie in der Kälte aus. Die Campusse hatten da leicht Lachen. Wir haben es einmal gemessen, es geht schon weit über 40 Grad im Feld rüber. Man schwitzt fürchterlich, aber es ist so viel Adrenalin dabei und man hat einfach so viel Spaß. Und dann doch einen Tag oder zwei Zeit zum Feld trocknen lassen, kalt ist es nicht. Auch wenn die einzelnen Gruppen durchaus furchterregend und wild auf das Publikum losgingen, so musste man keine Angst haben. Überhaupt nicht, also wir sind auch komplett kindeslieb. Überhaupt jetzt zur Zeit, wo man ja so viel in den Medien hört, wir haben das sowieso noch nie gehabt. Also wir schauen, dass es für alle recht wird. Ab und zu sind noch dabei, die was fordern, die kriegen es natürlich auch. Gell? Wie sahen das die Besucher so? Ich bin ein ganzer Brav, mir fällt nichts, oder? Ich finde es einfach cool, wenn das Feuer so spritzt. Ja, und siehst du überhaupt nicht? Nein. Also ich fürchte mich schon noch gescheit. Ja, schon noch. Vor was fürchten wir sie denn? Ja, weil es einfach so weit zusammenkommen. Da, die Berge, da, ja, da kommen schon wieder rein. Aber nicht alle sorgten für den gruseligen Nervenkitzel. Diese junge Hexe etwa löste bei den Besuchern Entzücken aus. Wir haben drei Kinder und der Mann ist halt begeisterter Percht und die Kinder leben halt den Brauchtum schon mit aus. Ich darf heute als Ordner gehen und meine zwei Töchter sind Hexen und der Bub ist schon ein wilder Percht. Und so wird dieses schön schaurige Brauchtum von Generation zu Generation weitergegeben. Wie schon seit Jahrhunderten.